Gude, hier ist der Möller. Diesmal geht es um meinen Pajero V60, den ich zum Reisemobil umbauen möchte. Den zeige ich euch jetzt erstmal. So, jetzt sind wir hier an meinem schönen Pajero im Wald und jetzt zeige ich euch mal, was ich schon alles umgebaut habe. Angefangen habe ich mit den Sitzen, da ich da ziemlich Probleme habe und ich jeden Tag mit dem Auto halt unterwegs bin im Außendienst und da muss das funktionieren. Und da habe ich na klar ein paar Recaros reingebaut. So, hier können wir so sehen. Wie ihr sehen könnt, die haben auch schönes schwarzes Leder, passend zum Rest von der Ausstattung. Lederperforierung ist sogar die gleiche, weil die stammen aus einem anderen Mitsubishi. Passen optisch sehr gut rein. Sitzen lässt sich da drin perfekt, ja. Recaro-Sitze halt. Geile Sache, kann ich jedem beim Reisemobil nur empfehlen, sowas umzusetzen, Recaros reinzubauen. Lohnt sich immer, auch wenn es ein paar Mal kostet. Ist einfach geil. Kommen wir zur zweiten Sache, die ich schon umgebaut habe. Das ist in dem Fall das Infotainment-System. Ich habe das Klimabedienteil nach unten gesetzt, das sitzt normal oben drin. Kann man ganz einfach nach unten setzen, hat man Platz für einen Doppeldienstschacht, ja, ganz simpel. Und da habe ich so ein Android-Gerät für, ich glaube, 250 Euro reingebaut. Und das Geile daran ist, das hat GPS, das hat WLAN, das heißt, es hat alle Funktionen wie ein Smartphone. Und da kann man sich die Navigator-App draufladen, ja, die ist umsonst. Und da kann man die Open Source Map Karten benutzen. Und das ist im Ausland eine ganz feine Sache. Die lädt man sich vor aus dem Internet runter. Und da hat man wirklich für Umme von jedem Land auf der Welt die Karte. Ja. Hat sich in Marokko wirklich ja, bewahrheitet. Oder wie soll ich sagen? Hat einwandfrei funktioniert. Richtig geile Sache. Da waren selbst in der Wüste. Der letzte Trampelpfad war in den Karten mit eingezeichnet. Da konnten wir wunderbar durch die Wüste, durch die Sahara navigieren. Einwandfrei immer zu empfehlen, ja. Einwandfrei Fernseh gucken, also Videos gehen, MP3s gehen, Radio geht, alles was ein Android kann geht. Man kann sogar Bluetooth-Dongle mit verbinden, mit der Torque-App. Dann kann man gleich seine Motordaten auslesen. Richtig geil, super Investition. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn man zum Reisemobil umbaut. So, kommen wir nun zur dritten Sache, die ich umgebaut habe. In dem Fall ist das eine Standheizung. Habe ich nachgerüstet von Webasto. Die habe ich gebraucht bekommen. Ah, wo haben wir sie im Bild? Hier, so, da haben wir sie sitzen. Ja, sehr gut, da ist sie. Die habe ich gebraucht bekommen. Die habe ich aus dem Abfackerauto vorher rausgebaut. Ja, dann kam noch ein bisschen, also ich habe sie quasi umsonst bekommen. Dann habe ich noch ein bisschen Schläuche und so ein Kram gebraucht. Da war ich bei 100 Euro dabei mit Fernbedienung. Einwandfreie Sache, gerade wenn man irgendwo in nördlichen Ländern ist, wo es nachts kalt wird oder auch in der Wüste, da kann es im Sommer auch richtig kalt werden. Dann ist eine Standheizung was richtig Feines. Zack, eine Stunde mal das Ding laufen lassen und schon kann man schön kuschelig im Auto schlafen. Ja, richtig geile Investition, lohnt sich. Kann ich eben nur empfehlen, hier so eine schöne Webasto und eine gebrauchte tut es vollkommen. Ja? Jetzt die Umbauten, die ich bis jetzt gemacht habe, was steht als nächstes an? Ich habe gesagt, ich will ein Reisemobil draus machen. Da muss man klar einen Dachkorb oben drauf. Ohne Dachkorb geht sowas nicht. Ja? Keine Chance. Wenn wir mal hier hinten drauf steigen. Also hier oben aufs Dach. Da kommt ein Dachkorb drauf. Da habe ich auch schon was in Planung. Was richtig geiles. Modular.
günstig, kann jeder selber daheim zusammenbauen, man braucht kein Schweißgerät, kostet nur ein Fünftel von den ganzen Magenteilen und ich denke, es wird genauso gut, wenn nicht sogar besser, viel modularer, einfach genial, lasst euch überraschen. Was noch kommt im Heck, im Innenausbau. Da zeige ich jetzt nicht, wie es drin aussieht, da habe ich lauter Müll gerade im Kofferraum liegen. Aber Innenausbau wird noch geschehen. Richtig simpel. Und mein Anspruch ist ja, dass das Ganze in 5 Minuten einsatzbereit ist. Das heißt, ich will nicht erst Rücksitzbank rausbauen, Innenausstattung rein, Schränke, Bett und so ein Gedöns. Das muss ratzifatzi gehen. Ich will im Endeffekt nur Rücksitze umklappen, Matratze hinten rein, dann muss das abgehen. Ja? Nach 5 Minuten muss man auf Tour sein. Und genauso schnell muss das alles auch aufgebaut sein. Und ich will es halt, so wie ich es baue, halt dann jeden Tag nur nutzen können. Ja? Also ganz normal als 5-sitziges Auto. Aber lasst euch da auch überraschen, wie ich das löse. Habe ich schon komplett ausgeklügelt. Kommt dann in einem der nächsten Videos. Was auch noch kommt, zweites Batteriesystem. Gerade mit der Standheizung brauchen wir einfach Power. Ja? Kommt im Kofferraum noch zweites Batteriesystem. Ja, Selbstschalen, Solarmodul soll noch mit drauf. Also Dinge, aber gibt es dann auch noch mal ein separates Video zu. Ach, eins habe ich auch noch vergessen. Ich habe schon ein paar dicke Reifen drauf montiert. Auch sehr wichtig. Die montierten, die kann ich nur empfehlen. Kosten zwar ein paar Mark, aber sind halt wirklich einfach, gehören einfach zu den besten Reifen. Ja? Kannst du machen, was du willst. Also je mehr du da ausgibst, desto mehr Spaß hinten raus. Allein wegen der Haltbarkeit vom Reifen. Geniale Sache, ja. Ich habe auch gleich eine Nummer größer genommen. Gibt sogar ein Teilegutachten dafür. Muss ich noch eintragen lassen. Und da gibt es auch keine Probleme beim TÜV. So, jetzt sind wir an der Fahrzeugfront. Hier soll na klar auch noch eine Veränderung stattfinden. Soll nämlich noch später eine Seilwinde drankommen. Wird geil. In Marokko haben wir sie gebraucht. Kann ich nur empfehlen, Seilwinde muss einfach dran bei so einem Mobil. Was auch noch kommt, Zusatzscheinwerfer, ganz wichtig, gerade wenn man nachts fährt. Wir haben die Ecce-Gagger-Wüste in der Sahara, die haben wir nachts durchquert, da waren wir froh, dass wir lauter LED-Scheinwerfer drauf hatten. Kommen diesmal auch wieder dran, schön an den Dachkorb. Wird geil. Und dann habe ich noch so einen Schmankerl im Petto, liegt auch schon daheim, kommt dann auch demnächst. Ja, wenn der Dachkorb fertig ist, das heißt, ich muss erst den Dachkorb montieren, erst dann kann ich das Zusatzequipment drauf montieren. Wird geil, wenn man länger einen Trip mal plant, gerade durch Europa unterwegs ist, ist das richtig geil, wenn man das dabei hat. Gerade wenn man mal ein paar Nächte auf einem Campingplatz verbringt, dann wünscht man sich das. So, um nochmal auf meine Sitze zurückzukommen, da fehlt noch was, nämlich die Sitzheizung. Und der Aufbau von diesen Recaro-Sitzen, der ist so bescheuert. Da kannst du nicht so einfach da einfach mal eine Heizmatte ohne das Leder schieben. Funktioniert einfach nicht. Ich habe aber eine andere Lösung im Petto. Da warte ich jetzt noch auf ein paar Sachen, dass sie kommen. Und dann rüsten wir hier eine Sitzheizung nach. Ganz simpel. Und das wird auch das nächste Video. Wenn es euch gefallen hat und ihr wissen wollt, wie es mit dem Pajero weitergeht, klickt auf Abonnieren. Und dann sehen wir uns in ein paar Tagen wieder beim nächsten Video. Wenn es dann heißt, Pajero wird zum Reisemobil umgebaut. Ja, ich sag bis dahin und schön mit Öl.